Moin moin und willkommen zurück zu Arcania. Wir sind hier jetzt in der Kanalisation, wo Danaris schon auf uns wartet. Hallo mein Freund, ist alles in Ordnung? Naja. Diego und Milton sind beim König. Ich muss dringend wissen, was im Innos-Tempel los ist. Vor einiger Zeit wurde dort ein magischer Kampf ausgetragen. Jetzt ist der Tempel durch eine Barriere von der Außenwelt abgeschnitten. Wo sind Ningal und Merdarion? Merdarion hat von einem vergessenen Eingang zu den Katakomben erfahren, die unter dem Tempel liegen. Er wollte ihn gegen die Untoten sichern. Ningal ist vor kurzem hier durch. Soll ich dir aufmachen? Unbedingt. Gut. Dann kommen wir hier zumindest schon mal rein. Hat er noch was zu sagen? Ich hab zu tun. Sehe ich. Bin ich mal gespannt, was hier auf uns wartet. Das sieht erstmal nach Feinden aus. Dann versuchen wir sie doch mal etwas vorzuarbeiten. Ich sehe mindestens einen Bogenschützen, der mit auf mich zurennt. Mist, ein Magier. Genau, so. Jetzt den Kleinen hier. Mist. Ja, alles eine Frage des Timings. War jetzt nicht super, hat aber geklappt. Okay. Und der da hat nichts mitbekommen. Genau. Der will mit Bogen auf mich feuern. Armbrust, okay. Hat ihm jetzt aber nicht so viel gebracht. Ja, ruhig zwischendurch was essen. Man weiß ja nicht, wann das nächste auf einen zurennt. Wo immer wir jetzt genau sind. Oh nein, nochmal falle ich nicht drauf rein. Okay, das ist ein Haus, wo wir nicht reinkommen. Das da sieht mir nach Katakomben aus. Soll das ein Tempel darstellen? Das ist kein Tempel. Das ist ein Häuschen. Und vielleicht müssen wir hier einfach durch. Werden wir gleich sehen. Ja, woanders geht es nicht wirklich lang. Okay, was wird hier denn gemacht? Sehe ich aus, als hätte ich Zeit? Ja, im Gegensatz zu Merdarion, ja. Ah, unser jüngstes Mitglied. Ich hätte dich beinahe nicht wiedererkannt. Wir haben leider keine Zeit für Höflichkeiten. Ich muss dringend in den Tempel. Ich möchte dir davon abraten. Der Tempel wurde überfallen. Jemand ist hier durch die Katakomben hinein und hat alle Eingänge versiegelt. Ich weiß. Milton hat gesagt, zu dritt könntet ihr die Barriere da drinnen knacken. Was ist mit der hier? Dilettantische Arbeit, aber mit viel Kraft gespeist. Ningal und ich könnten für dich eine kleine Bresche schlagen. Gut, tut das. Was ist hier überhaupt los? Milton kann dir alles genauer erklären. Ich muss jetzt ein paar Kultisten töten. Also ich hätte gerne noch mal wieder eine Einführung gehabt. Da war ja eine kurze Aufnahmepause. So, ja, wenn du nicht zaubern willst, dann brauchst du das natürlich auch nicht. Ich will dich jetzt so nicht zwingen.
Gut, Pfeile haben wir noch genügend. Ist hier irgendwas Tolles? Nö, Innos-Statue wurde natürlich geschändet. Verwundert mich aber nicht wirklich. Sowas hier oben mag ich weniger. Ist das etwas verbuggt? So, du hattest tatsächlich mal versucht anzugreifen. Ah, da kommt jetzt einer auf uns zu. Na, Kampfkultist, hä? So, was immer ich hier so töten kann, wird auch gerne so getötet. Du bist weg. Und du auch. Ich habe kein Problem damit, die KI auszunutzen. Vor allem, wenn sie nicht da ist. Töten! Töten! Will ich dich, ja? Absolut richtig. So, dein Kumpel macht mir viel mehr Sorgen als du. Da der zaubert. Oh. Das lädt der wirklich auf. Können also ihre Zauber auch aufladen. Das ist gefährlich. Aber hier gibt es auch nichts zu finden. Finde ich etwas enttäuschend. Irgendwie hat das Ganze etwas abgenommen seit den ersten Gebieten. Da scheint auch nichts Besonderes bei zu sein. Da hinten ist mindestens ein Kultist. Sogar getroffen. Töten! Töten! Mist. Meine Güte, jetzt aber. So. Der ist weg. 16 Stück lungern hier rum. Das Ding ist abgeschlossen. Nochmal bitte, bevor er zaubert. Danke. So, wir killen jetzt also einen Haufen Kultisten. So, und lass mich raten. Ja, regnet es draußen. Den Effekt sehen wir hier. Drinnen leider auch. Und die nächsten 6 sind wahrscheinlich alle in einem Raum. Da freue ich mich schon drauf. Truhe. Erstmal die schöne Beschäftigung. Pyrokars Insignia. Gar nicht mal so schlecht. Essenz der Unsterblichkeit. Und des Todes. War das nicht etwas, was wir verwenden können? Fürs Crafting und Verbessern unserer wirklich besseren Waffen. Inos Träne. Da schaue ich gleich mal rein. Zuerst möchte ich aber nochmal unter den Tränken schauen. Mich interessiert vor allem diese Essenz der Unsterblichkeit. Ich hätte hier sehr gerne
hohes Elixier der arkanen Macht. Klingt auch super. Das dauert jetzt ein bisschen, das zu finden. Irgendwo wird es wohl sein. Dazwischen hat man dann sowas wie Wurst, Blaubeeren. Ich hätte jetzt vermutet, dass der unten irgendwo ist. Wir haben mindestens eines dieser Elixiere, meine ich mal, eingesammelt gehabt. Habe ich das jetzt gerade übersehen? Da. Essenz der Unsterblichkeit. Die meisten Leute kennen dieses Elixier nur aus Legenden. Wer es zu sich nimmt, ist für kurze Zeit beinahe unsterblich. Sehr viel Rüstung dazu und Lebensregeneration, meine Güte. Wir machen aber quasi keinen Schaden mehr. Das kann im Kampf nicht verwendet werden. Das ist also besser. Dann nehme ich gerne das hier. Wobei 60 Sekunden ist dann. Nee, da mag ich dann lieber etwas hinhaben, was mir direkt hilft. Entweder kommen die gleich raus. Ich sollte nochmal speichern. Na, ihr kommt doch bestimmt hier gleich auf mich zu, oder? So, da sehe ich Schmetterlinge, die zeigen aber nach oben. Dann ist hier unten erst nochmal nichts. Mist. Okay. Da die ja mittlerweile doch ein bisschen Schaden machen können, ist, glaube ich, das gar nicht so verkehrt, einen nach dem anderen hier nehmen zu wollen. Der da gehört mir! So, der ist weg. Der reagiert nicht. Der da gehört mir! Au. Gut, wir leben noch. Könnten mal so ein bisschen was essen. Gut. Solange, wie ich hier von dieser Treppe noch nicht so richtig wegkomme, triggere ich die noch nicht so richtig. Der da gehört mir! Du gehörst mir. Auch wenn du zauberst. Oh, die können echt Schaden machen. So, einer fehlt noch. Ich knabber hier nochmal ein bisschen an schönen Fleischgold rum. So, speichern. Ach, okay. Ich dachte, das ist jetzt zum Teil weggegangen, aber nein, es ist ein Grafikfehler. Was sollte es auch anders sein? Da kann ich anscheinend erstmal nichts treffen. Ich kann dich riechen. Ich dich auch. Das glaubst du aber. Töten! Töten! Das ist sehr nett von dir, dass du da hinten stehen bleibst. So, jetzt sind die da. Dann hole ich mir erstmal diesen goldenen Kelch. Etc.
Wir brauchen einen goldenen Kelch. So, da wird schon, da ist wahrscheinlich dieses Amulett des Schläfers. Stimmt, das wollten wir ja holen. Sei mir gegrüßt. Ne. Gute Arbeit. Die Barriere ist gefallen. Nur die um den Tempel. Wie kommen wir an das Amulett des Schläfers heran? Das scheint in der Tat ein Problem zu sein. Die Großmeister sind sich uneins. Aber immerhin scheint jeder der drei eine mögliche Lösung gefunden zu haben. Rede am besten selbst mit ihnen. Okay, wir dürfen uns also wieder für mehrere Lösungswege entscheiden. Hallo, mal sehen, welchen wir gehen wollen. Erst nochmal kurz schauen, ist hier noch irgendwas? Die könnten mir hier mal eine Truhe hinstellen oder so. Nö, leider nicht. Dann Stufenausstiege. Das hier möchte ich haben. Schlaghagel, den kriegen wir nicht noch hin. Ich habe das Gefühl, dass das wird langsam tatsächlich das... Wir nähern uns einem Ende. So, dann sprechen wir die mal ein nach dem anderen an. Kannst du die Barriere bannen? Ja. Vor ein paar Tagen habe ich in den Überresten einer Mauer das hier gefunden. Was ist das? Sternenerz. In einem so kleinen Brocken ist so viel Mana gespeichert wie in einem mannshohen Haufen magischen Erzes. Ich habe Nachforschungen angestellt. Anscheinend ist am Tag des großen Erdbebens ein Stern geborsten. Seine Splitter sind über die Stadt hinabgeregnet. Ein paar Brocken mehr und... Wie viele von diesen Brocken brauchst du? Alle, die wir kriegen können. Meiner Nachforschung nach dürften sich in der Stadt noch mindestens 7 Brocken befinden. Du hast nicht zufällig eine Ahnung, wo diese Brocken herumliegen. Die habe ich. Den Berichten von Augenzeugen nach ist ein Brocken in die Festung gestürzt. Einen anderen müsstest du im Armenviertel finden, dort, wo du die Obelisken für Ningal aktiviert hast. 2 weitere dürften irgendwo im Hafenviertel liegen. Und nicht weit von hier, im Tempeldistrikt, sind angeblich sogar 3 Brocken eingeschlagen. Ich hoffe, da würden wir zumindest wissen, wo. Schauen wir da gerade mal rein. Das Amulett des Schläfers. Die Großmeister von Tushu kennen verschiedene Wege, die Barriere, die das Amulett des Schläfers umgibt, zu brechen. Merdarion hat einen Vorschlag, Ningal hat seine eigene Vorstellung, wie die Barriere zu durchbrechen sei. Mild hingegen schlägt vor, die Barriere zu bannen. Dafür benötigt er allerdings 7 Brocken Sternerz. Er hat erzählt, dass es tatsächlich Sternerz in Tornaria gibt, aber es ist über die ganze Stadt verteilt. Bis auf dem Tempeldistrikt, wo wir, glaube ich, wahrscheinlich noch gar nicht drin waren, haben wir alle bisher gefunden. Wäre potenziell der schnellste Weg. Eins wundert mich. Müsstest du nicht auf der Seite der Kultisten stehen? Immer diese Frage. Ich stehe auf meiner Seite und der Seite meines Herrn. Diese Kultisten sind verblendet. Verblendet? Ihre Sicht, Belias, ist naiv. Mein Herr steht für weitaus mehr als wahllose Zerstörung. Sie sind Ketzer und müssen sterben. Naja, klingt vernünftig. Daranus hat gesagt, du hast eine Idee, wie wir an das Amulett des Schläfers herankommen. Ich bin ganz Ohr. Wir können die Barriere sprengen. Womit? Während du die falschen Gläubigen Belias getötet hast, hat mich eine blauhäutige Harpie angegriffen. Eine Anbael. Drohangs Tod muss Xesha verunsichert haben. Anbael? Interessant. Die Macht meines Herrn war stark in ihr. Doch ich war stärker. Ihre Lebenskraft war sehr erfrischend. Was hat das mit der Barriere zu tun? Sie wurde von den Schafen des Innos errichtet. Wenn wir sie mit der dunklen Macht Belias durchtränken, wird es sie zerreißen. Okay. Was willst du tun? Anbael auf der Barriere opfern? Ihre Herzen dürften reichen. Im exquisiten Augenblick des Todes
bald sich die... Danke, den Rest will ich nicht wissen. Wie viele Herzen brauchst du? Ich kann noch 5 weitere Anbael in der Stadt spüren. Im Hafen, im Reichenviertel, im Arenaviertel, im Armenviertel und hier im Tempeldistrikt. Das dürfte reichen. Okay. Eventuell sammeln wir alle 3 Wege, denn das riecht ein bisschen nach Erfahrung. Da würde ich nicht unbedingt Nein sagen. Auch wenn die Anbael keine schönen Gegner sind. Also, wörtlich und im übertragenen Sinne. Wie kommen wir an das Amulett des Schläfers heran? Die Hochmagier des Tempels haben ganze Arbeit geleistet. Um diese Barriere zu bannen, würden wir eine gewaltige Menge an Mana benötigen. Wir müssten die Barriere praktisch unter magischem Erz begraben. Doch bis genug Erz aus Korinis eintrifft, könnten Wochen, ja sogar Monate vergehen. Verdammt! Ich habe aber eine andere Lösung parat. In den Katakomben habe ich eine versteckte Mana-Rune entdeckt. Einer Eingebung folgend habe ich sie aus ihrer Verankerung gelöst und siehe da, die Barriere ist schwächer geworden. Wir müssen also nur alle Runen entfernen und die Barriere fällt in sich zusammen? So ist es. Jede entfernte Rune gibt die nächste frei. Wir können die Barriere Stück für Stück entflechten. Wo sind die anderen Runen? Vermutlich in der Stadt verstreut. Ich konnte beim Entfernen der Rune einen flüchtigen Einblick in die damaligen Sinneseindrücke des Magiers gewinnen, der die Runen gezeichnet hat. Wenn wir eine geistige Verbindung herstellen, könnte ich dich von Rune zu Rune leiten. Wie viele Runen sind es? Die Potenz der Runen dürfte exponentiell anwachsen. Also rechne ich mit maximal 3 weiteren Runen. Wo ist die nächste Rune? Als ich die erste Rune an mich genommen habe, hat mich das folgende Echo erreicht. Der Wind in meinem Haar, der Geruch von Salz. Ich bin außer Atem und mir ist ein wenig schwindelig. Hinter mir lodernde Hitze. Das hat der Magier gespürt, als er die Rune gezeichnet hat? So ist es. Vielleicht kannst du daraus auf den Verbleib der Rune schließen. Hört sich für mich nach Leuchtturm an. Okay. Hier ist einiges auch eingezeichnet. Herz für Ningal, Herz für Ningal. Die sind tatsächlich da. Ich glaube, das werden wir sammeln gehen. Aber erst in der nächsten Folge. Bis denn, Leute. Ciao, ciao.